Frag mich gerade, warum ich dir das Video geguckt habe. Egal! Komm, wir gucken Nazis! Aufsehen. Jugendliche zeigen den Hitlergruß. Das ist eine Straftat. Und sie laden das Foto nachher selbst auf Insta hoch. Einfach nur dämlich oder wird rechtsradikales Gedankengut salonfähig? In Klassenchats und auf sozialen Medien sind Hitler-Memes und Hitler-Sticker längst Mainstream. Angeblich nur aus Spaß. Oh, it escalated quickly. Huch, upsala. Aber wo hört der Spaß auf? Diese Grenze wurde gar nicht eingehalten, was eigentlich schwarzer Humor ist und wo fängt halt wirklich dieser Antisemitismus an. Um das herauszufinden, sprechen mein Kollege Joshua und ich mit Lehrern. Da wurden Hitlergrüße gezeigt, da wurden Aussagen getätigt, die einfach verfassungsfeindlich sind. Und mit Schülern aus ganz Deutschland. Zu was führt das, Ben? Zu einer Abstumpfung in dem Bereich, dass man einfach nicht mehr sensibel dagegen ist, was rechte Inhalte sind, was vielleicht auch rechte Propaganda ist. Und konfrontieren die, die solche Inhalte hochladen. Ja, auf jeden Fall ist dann die Polizei zu uns in die Schule gekommen, hat uns aus dem Unterricht rausgezogen. Wie gefährlich ist die Normalisierung der NS-Zeit? Ist nicht so gefährlich, oder? So, wir haben ja auch eine rechtsradikale Partei an der Macht. Also kann ja nicht so gefährlich sein, oder? Wie kann man einen Tag feiern, an dem unser Land im Krieg besiegt wurde? Die Weidel hat aber auch oft Pech beim Denken, ne? Die hat eher oft Pech beim Denken. Man muss ja nicht Weidel sagen, ne? Die wurde ja gerichtlich festgelegt. Ich meinte natürlich die Nazi-Schlampe. Zum Glück dürfen wir das sagen. Also, Mensch, zum Glück haben Gerichte geurteilt, Leute als das zu benennen, was sie wirklich sind. Ne? Ich bin ganz ehrlich, wer Proteinpulver noch ungecharged, ohne mindestens den Sironaverse-Tesseract konsumiert, der wird auch nicht breit werden. Das ist true. Ne? Also Proteinpulver ohne voll aufgeladene Energie. Mit Sirona-Produkten, da wird schwierig mit der Masse, wird schwierig. Wo kommt die AfD irgendwann Regierungsverhandlungen, bin ich sowas von los. Erkennen wir so noch, wer wirklich radikal ist? Weil der hat ja versucht, hier Menschen zu töten. Auf Instagram ruft eine Seite zur Jagd auf diese beiden auf, Laura und Max. Sie waren die Lehrer einiger der Kinder, die den Hitlergruß auf dem Foto zeigen. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Schüler mit verfassungsfeindlichen Symbolen auffällig werden. Bei der Schulleitung stoßen die beiden auf taube Ohren, als sie die Probleme anprangern. Daraufhin gehen sie mit einem offenen Brief an die Presse und werden bedroht. Heute sind sie das erste Mal wieder zurück in der Stadt. Oh, das ist doch Brandenburg, oder? Burg im Spreewald, das ist doch Brandenburg, oder? Stadt in Burg, in Brandenburg. Verfassungsschutz! Tatsächlich habe ich mich recht unwohl gefühlt, als ich hierher gekommen bin, weil ich... Welche ist nochmal die aktuell Wahlumfrage stärkste Partei in Brandenburg? Ich wusste so richtig, was mich erwarten wird. Ihr seid im Prinzip gerade hier bekannt wie zwei bunte Hunde. Ja, voll. Tatsächlich. Also ich glaube, wir sind hier auch nicht gerne gesehen. Kein Wunder, dass er diesen Eindruck hat. Nach der Veröffentlichung des Brandbriefs erstellen Unbekannte Sticker mit einem Foto der beiden und der Aufschrift "Piss dich nach Berlin". Das war so ein Bild von mir. Also das war wirklich, sag ich mal, also es gab irgendwo auch irgendwie die Nachricht, es waren nur 30 Sticker, aber ich meine, allein an diesem Laternenpfahl klebten schon 4 oder so. Und es waren bestimmt mehr. Also hier war im Grunde genommen war der ganze Ort voll, auch hier hinten am Hafen hingen wohl Sticker. Das war dann so eine, nochmal so eine reale Bedrohung. Also wir müssen ja so ein krasses Feindbild sein dafür, dass wir uns für demokratische Werte eingesetzt haben. Imagine, das ist so geil. Die Nazis sind doch so einfach zu triggern, ja, weil sie strunzdumm sind. So, sagst halt einfach, die Ausländer sind nicht das Problem und zack, sind die sauer. Kennst du dich mit Geschichte wirklich aus? Also glaubst du wirklich, dass der Hitler was Gutes gemacht hat? Ja, nee, stimmt aber nicht. Verpiss dich nach Berlin. Holy shit. Dass man uns versucht, hier aus diesem Ort zu verjagen. Und irgendwie hat es auch geklappt. Denn sowohl Laura als auch Max kehren nicht mehr an die Schule in Burg zurück. Zu groß der Trubel. Also ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich, man kann leider sagen, froh, dass ich diesen Versetzungsgedanken schon vorher hatte. Und da habe ich dann gedacht, okay, als ich die Sticker gesehen habe, war es für mich nochmal so ein, wie so ein... Und jetzt sehen wir ein großes Problem. Das ist das, was wir uns im Studium auch oft unterhalten haben. Die engagierten, jungen, disziplinierten, gut ausgebildeten und willigen Lehrkräfte müssten ja eigentlich in die strukturschwachen Regionen, um dort das Bildungsniveau nach und nach wieder anzuheben. Richtig? Eigentlich müssten alle, die Driche drauf haben, ja nicht in irgendein Elite-Gymnasium gehen, sondern in irgendeine verkackte Brennpunktschule, um da das Niveau wieder zu steigern. Jetzt will ja aber keiner sein Leben in einer Brennpunktschule mit Assis verheizen. Deswegen passiert das nicht und deswegen entsteht genau sowas. Lehrkräfte, die irgendwie disziplinierte und
demokratische Werte und Ansichten, ne, vertreten, werden dann vielleicht aus dem politischen Grund heraus auf eine gewisse Art und Weise exkludiert. Ja, und das ja nicht nur, von Schülern, sondern auch wahrscheinlich von den Faschokollegen, die da mit sitzen. Und dann bildet sich in der Gesellschaft so eine Subgesellschaft. Vielleicht haben ein paar von euch noch diesen dicken Daumen in dem Thüringer Biergarten auf der Uhr, der ganz locker rausholt, ich würde auch die NSDAP wählen, wenn ich könnte. Und ich kann euch sagen, aus persönlicher Erfahrung, die Leute meinen das wirklich ernst. Und das ist kein Medienphänomen. Das passiert wirklich, dass Leute das sagen. Und die sind natürlich hirntot dumm und haben keinen Plan von dem, was sie da reden, aber sie machen es trotzdem. Und das ist das große Problem, dass das rechtswählende Proletariat, ne, der klassische, ihr dürftet nicht als, versuchtet nicht unbedingt als ist eher ein einordnender Begriff, kein Abwertender. Diese klassische Gruppe der Schaffenden, ne, der Arbeiterschaft, die sich ja nicht mit komplexeren Problemen beschäftigen will, die zum Beispiel auch lesen doof finden, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das so sage, aber ich meine, ihr habt selber, seid mit Leuten in der Schule gegangen und die werden ja als Erwachsene dann nämlich plötzlich komplett anders. Ich habe einfach bekannte Kumpels und Freunde, die lesen gar nicht. So, denen ist auch ein Artikel zu lesen irgendwo zu viel. Das machen die einfach nicht. Also, die geht es nicht darum, dass sie kein Buch lesen wollen, sondern die lesen einfach gar nichts. Diese Schicht an Leuten lebt von der klassischen Empörungskultur, ja, klassische deutsche Empörungskultur. Stammtischmentalität kommt da natürlich immer dazu. Ohne Stammtisch, ne? Wie singt Waving the Guns? Der Kleingärtner braucht keinen Kleingarten für die Kleingartenmentalität. Die ist nämlich da. Ne? Diese Leute, die wollen auch sich ja nicht mit der Problemlösung oder der Problementstehung beschäftigen. Die wollen einfach nur sauer sein, fühlen sich schlecht behandelt und finden, sie sollten besser behandelt werden. Das ist alles. Und dann ist es wichtig, ne, die Propaganda schürt sowas ja gut, dann ist es wichtig, einfache Problemauslöser zu bieten und sagen, das sind die Flüchtlinge und Ausländers und die aktuellen regierenden Parteien und der hat gesagt, wir machen das und deswegen ist der schuld. Und also man bietet denen dann Problemlösungen, bei denen sie nicht nachdenken müssen, dass das für die Sinn ergibt. Und dann, und so einfach ist es, so einfach funktioniert Propaganda und die schlägt als erstes bei den Dümmsten zu. Bei den Amerikanern ist es ja teilweise noch witziger. Lisa guckt immer so einen TikTok-Kanal, da ist so ein Typ, der interviewt immer Leute auf so Demos und auf Trump-Scheiß und so. Der geht einfach zu denen hin und dann sagt er praktisch die ihre Argumente, die haben, ne? Und dann lässt er die darüber reden und dann stellt er immer so Fragen und bezieht es dann auf die selber, ne? Und also das ist auch mega, mega lustig. Das ist so witzig, weil der jedes Mal, die merken nicht, dass sie sich einfach selber widersprechen und voll dämlich sind. Das ist super, super lustig. Aber die amerikanische Politik mit Trump-Niveau ist auch in Deutschland angekommen. Das ist vollkommen korrekt, leider Gottes. Um mal meinen Abteilungsleiter zu zitieren, warum stürzt der Flieger von der Baerbock nicht mal ab? Wird echt Zeit für einen Jobwechsel. Krass, krass, Alter. Na, überleg mal, so weit ist der rechte Volkszorn schon geschürt. Aber keine Angst, da kommt ja der Sexismus und so weiter nur noch dazu. Der macht's ja nicht, der macht's ja besser nur. War richtige Entscheidung, ne? War aber übel. Also, und es geht auch noch doller. Eine Instagram-Seite ruft zur Jagd auf die Lehrer auf. Die Seite ist nicht mehr online. Jagd auf Max Teske, Laura Nickel. Also namentlich auch, ne? Also da ist schon, und ich glaube, das Bild und ist noch Jagd, auch, das ist ja schon auch ein sehr bedrohliches Wort. Ja. Habt ihr das eigentlich mal bereut? So, nee. Dass ihr? Ach, gar nicht. Wir hatten ja eigentlich mit all dem Recht, würde ich sagen. Wir hatten Recht mit dem, was wir da eigentlich angekreidet haben. Und ich meine, es ist eben doch, am Anfang habe ich mal gedacht, okay, das betrifft diese Schule, betrifft die Schulleitung vielleicht oder irgendwas. Also ich habe irgendwie das relativ auf diese Schule bezogen und habe gedacht, na, der Ort hat vielleicht damit nicht so viel zu tun. Aber das ist so kurz gedacht gewesen. Ganz schön viel Gegenwind jedenfalls für eine Meinung, die eigentlich nicht kontrovers sein sollte. Hitlergrüße haben an Schulen nichts verloren. Wir machen uns. Die haben eigentlich nirgendwo was verloren. Außer im Geschichtsunterricht, um zu erklären, was der Hitlergruß ist. Da würde ich es noch okay finden. Ansonsten eher ein schwieriges politisches Statement. Und wie eigentlich letztes zu Lisa sagt, rechts sein macht auch keinen smarter. Wenn du dich politisch rechts bekennst, zeigst du eigentlich nur, wie uninformiert und dumm du bist. Das ist leider Gottes die einzige Wahrheit. Wenn du politisch rechts bist, zeigt das eigentlich nur, dass du dämlich bist. Weil du
komplexe Problematiken nicht verstehen kannst, weil du nicht über den Tellerrand denken kannst und weil du nicht weißt, dass man auch niemals einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben kann. Und wenn jemand der rechten Polemik anheimfällt, dann zeigt es eigentlich nur, wie dämlich der ist. Das ist eigentlich ein Bezeugnis zur eigenen geistigen Armut. Wir sind uns auf den Weg zu besagter Schule und stellen fest, auch nach Wochen sind die Sticker immer noch nicht richtig entfernt. Ein Zeichen dagegen seitens der Stadt sehr anders aus. Seid ihr selber hier lang? Habt ihr es abgeknibbelt? Oder? Nee, tatsächlich waren das Schüler. Also die haben das gemacht, ja. Max und Laura machen klar, es gibt auch Schüler in der Schule, die sich eindeutig gegen rechts positionieren. Den findet ihr selbst eh geil. Burschis ins Bier pissen? Wenn das für Schüler... Oder? Der ist so geil. Mal Burschis ins Bier pissen, der ist schon geil. Den findet ihr selbst eh gut. ...an der Schule, die sich eindeutig gegen rechts positionieren. Ich hab irgendwo... Fuck AfD-Sticker. Hat meine Schwester mir eben. Kannst auch ein paar haben. Andere fotografieren Ladesäulen. Ich weiß nicht, was weirder ist. Jedem sein King. Linke Hochburg im rechten Deutschland. Irgendwie schon, ja. Funktionieren. Ja, Berlin ist aber auch stabil, Alter. So, das ist ja der Punkt. Die Großstädte im Osten sind ja, ich wollte gerade rechtsfreier Raum sagen. Da ist mir aufgefallen, dass das nicht passt. Aber in den Großstädten ist ja das politische Klima viel mäßig da. Und eben ja nicht so, ey. Guck mal, Brandenburg war immer rot-rot regiert. So viele Jahre. Ja, die Quote der Rechten, das liegt einfach an der fehlenden Identität, ne? Dann sind wir hier im Kanal schon öfter durchgegangen. Kau ich jetzt gerade nicht nochmal durch. Weil im Osten Deutschlands kann man ja seit 1933 nur eine einzige Partei wählen immer. Ne? Entweder die NSDAP wählen oder die KPD, ihr wisst schon. Und deswegen fehlte dem Osten an politischer Identität. Die Leute, die hier, ich sehe das ja an meiner Elterngeneration, die verstehen das nicht. Also, ich will jetzt nicht auf alle pauschalisieren, aber viele haben keine politische Identität. Die verstehen, die wissen ja nicht, was links ist und was rechts ist, weil sie immer nur in einer Scheindemokratie erlebt haben, in der man sowieso nicht mitbestimmen konnte. Deswegen fällt denen das ja so schwer. Ne? Deswegen ist ja Putin der Gute, obwohl die Sowjetunion für die Unterdrückung für das größte Gefängnis der Menschheitsgeschichte zuständig war. Trotzdem ist ja Putin der Gute, unsere Demokratie ist Schwachsinn und die Rechten waren ja auch super und dann überlegst du dir aber, du findest jetzt irgendwie... Aber Hammer und Sichel ist scheiße, aber Putin ist gut und Russland ist gut, der Faschismus ist auch gut. Also die finden, die haben ja keine Identität, die können gut und böse und böse und gut und richtig und falsch in der politischen Landschaft ja nicht auseinanderhalten. Die verstehen das nicht. Wenn das Schüler abmachen und das sehen hier bekannte Leute aus der rechten Szene, dann kann das für die Schüler natürlich auch schwierig werden. Denn die rechte Szene sei hier sehr etabliert und gut vernetzt. Der Rechte Daniel Grätz betreibt zwei Gaststätten. Genau, ja, ist wie schon gesagt, ne? Das ist wie in Texas, in den Städten, die Städte gehen immer an die Demokraten und die ländlichen Regionen immer an die Republikaner. Und hier ist es auch so, die Städte hier wählen relativ, also relativ dem deutschen Durchschnitt entsprechend, da wird viel Rot gewählt. Guck mal, Leipzig hatte Rot-Grün gewählt auch. Also da ist immer, da entspricht der politische Barometer oft dem Rest der Bundesrepublik. Und in den ländlichen Regionen wird fast, also da wird ja sehr, sehr stark rechts gewählt. Eigentlich ist alles gut, was nicht mit Amerika in Verbindung gebracht werden kann, das... Korrekt. Der Großteil der rechten Politik besteht aus Propaganda und grundlegend gegen alles zu sein, für was die anderen sind. Das ist vollkommen richtig. Die Linken werden wieder interessant, wenn die Putin-treue Nazi-Knecht weg ist. Frau Nazi-Knecht. Bin ich Nazi, wenn ich sage, er hat immerhin die Autobahn gebaut? Nee, das ist ja ein Fakt. Das ist ja ein historischer Fakt. Ich würde dich dann fragen, warum wurden denn die Autobahnen gebaut? Und dann musst du anfangen, selber zu denken. Und ab da wird es für die meisten Rechten schwierig. Zurück zu D-Mark, danach zu Reichsmark, dann besser zu Thaler und Kreuzer. Zählersystem braucht eh keiner. Was Centurion sagt, damit Ohrboot ein Lied schreiben kann. Wir fahren auf der Autobahn, im Bus, sehe ich einen Rastermann. Einer von ihnen fanden die letzten beiden Jahre... Raus, Unforgiven auf die stille Treppe. Auf die Abschlussfeiern der Schulen statt, im Deutschen Haus. Der Name lässt ahnen, man möchte gerne unter sich bleiben. Dabei ist man in Burg eigentlich schon unter sich. Ausländer gibt es kaum. Auf der Schule in Burg... Ist immer geil, ne? Also ich muss jetzt sagen, problematisch finde ich ein Restaurant, was zum Deutschen Haus heißt, nicht tatsächlich. Weil, keine Ahnung, also wir sind ja auch in Deutschland, ja? Und Deutsche Haus zeigt selbstverständlich traditionelle deutsche Küche, weiß ich nicht, also... Findet den Namen jetzt nicht problematisch, da sucht man wahrscheinlich wieder das Härchen in der Suppe, was es ja nicht gibt, ne? Aber das ist ja klar, ne? Man macht ja mit solchen Beiträgen hier auch Meinungsmache.
Ne? Aber würde ich jetzt nicht sagen, dass der Name problematisch ist. Wo ich aber recht geben muss, ist, wenn du jetzt auf dem Brandenburger Land unterwegs bist, hast du, Alter, hier ist jedes Dorf in seiner Geschlossenheit eine gewisse Art und Weise eine gated community. Du hast hier einen ultra niedrigen Ausländeranteil, du hast wenig bis kein Einfluss von außen, du hast in diesen Gruppen, die sich bilden, in diesen kleinen Kollektiven, die sind komplett safe. Niemand hat da mit Menschen mit Migrationshintergrund ernsthaft zu tun. Und trotzdem haben die Angst vor denen und auf Angst vor diesen Bevölkerungsgruppen und hassen die auch. Die hassen die. Obwohl die nichts mit denen zu tun haben. Wie geisteskrank das ist. Man ist ja schon Nazi, wenn man gegen die Einwanderungspolitik ist. Boah, lobe ich nicht, nö. Gibt ja auch Parteien, die jetzt nicht dem rechten Spektrum angehören, die sich für eine überarbeitete Einwanderungspolitik ist, weil das Problem ist, wenn man mit Polemik kommt, wenn man sagt, ich bin dagegen, dagegen ist ja nichts, ne? Das ist natürlich ein hirntotes Nazi-Argument, ne? Gegen was bist du denn dabei? Ja, bis jetzt generell, dass Menschen hierher kommen, das ist halt ein Versager-Argument. Ne? Dann sollte man ein Buch lesen oder sich weghängen oder so. Wenn du aber differenzieren kannst und sagen, das Problem ist, eine Einwanderung ist unsere fehlende Integration dieser Menschen in unser Sozialsystem, in unser Prägungssystem und in unsere westliche Sozialisierung, dann würde ich sagen, das ist ein berechtigter Einwand. Das ist, was unser Staat schon seit 60 Jahren nicht geschissen kriegt. Und das ist ein Problem, ja? Weil die Einwanderung von anderen Menschen nach Deutschland ist ja wichtig für unseren Staat. Die ist, um es besser zu erklären, die ist überlebenswichtig. Ja, so. Ne? Die Deutschen sterben ja aus und wir sind von dieser Einwanderung abhängig, ne? Außer wir machen es natürlich, wie die AfD will, ne? Jede deutsche zeugungsfähige Frau wird zwangsbesamt, um das deutsche Volk zu erhalten. Dann kriegen wir das vielleicht auch so hin. Ansonsten schlage ich den Bogen zu unserem großen Freund über den Teich. Wisst ihr, dass das amerikanische Wirtschaftssystem ohne die mexikanischen Einwanderer ja nicht mehr stemmbar wäre auf den unteren Etagen? Und jetzt frage ich euch, wer macht denn sowas wie Straßenreinigung, ganz oft Pflegebereich, Verräumungstätigkeiten? Wie viele deutsche Mitbürger sehen wir denn in solchen Berufen? Frage ich euch mal. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt und drüber nachdenkt, merkt man, ach, der ganze unterste Lohnsektor ist ja schon mit Menschen mit Migrationshintergrund belegt, weil kein anderer die Arbeit machen will. Und dann kommt wieder der typische Deutschsein, ne? Und da fällt der Otto-Normalbürger halt schon über sein eigenes nicht vorhandenes Gehirn, wenn kommt, nee, was, nur 2000 Euro im Monat, dafür würde ich ja nicht aufstehen. Naja, aber Mohammed vielleicht schon. Also bist du ja viel mehr abhängig von ihm als er von dir. Und wenn du das nicht verstehen willst, dann bist du halt einfach eine dumme Nazi-Fotze. Aus Ende. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Ich kann euch die Probleme der Welt, ne, ich breche die runter. Ich kläre euch die einfach. Ich bin ausgebildeter Fachkraft für sowas. Für komplizierten Scheiß einfach erklären, fragt mich. Oder lest ein Buch. Ich empfehle zweites. Man muss Einwanderung halt auch mit Bildung und Integrationspolitik vereinen. Richtig. Bekommt unser Staat nicht hin? Aber das ist ja eine Staatsproblematik. Und nicht die Schuld von Menschen, die hier einwandern. Ich sehe immer nicht, wo das denn Martin und den Horst in ihrer Lebensweise einschränkt, wenn Ausländer, musst du vor Anfang fragen, wenn Ausländer herkommen, nehmen die Ausländer dann halt Horst und Martin die Jobs weg oder was ist der Punkt? Da, Martin, nimmt dir die Einwanderer den Job weg? Das ist ja hier die Frage. Nein, der Punkt ist ja auch der. Das ist das einfachste Argument, um Nazis zu entkräften, ja? So, wenn Mohammed und Ahmed dir den Job wegnehmen können, weil sie gerade aus Syrien geflohen sind, dann bist du nichts wert. Dann bist du nicht das arische Großvolk. Dann bist du Abschaum. Weil der hat nichts, kann nichts, hat keine sprachlichen Kenntnisse, hat wahrscheinlich eine kurze Hose, ein T-Shirt, ein Handy und ein paar ausgelatschte Nikes. Und wenn der dir den Job wegnimmt, dann bist du einfach Abschaum. Aus Ende. Problem gelöst. Dann kannst du ja auch nichts. Also solltest du dann einfach deine Fresse halten, weil mein Opa hat mir mal gesagt, ne, wenn man nicht kann, dann macht man hier Schweigefuchs und hört mal lieber zu. Und ich übersetze das ganz frei mit, wenn du nicht kannst, hältst du deine Schnauze. Aha! Die haben ein Handy vom Staat, von Miele, die Waschmaschinen in den Flüchtlingsunterkünften sind von Miele! Ist ein echtes Argument, hab ich wirklich so gehört, musste ich mir wirklich anhören. Ich denke mir das nicht aus. Das war ein Argument. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ist kein Spaß. Wenn ich euch das erzähle, was den Abend da abgegangen ist, ihr fliegt im Kreis, Alter. Ich sage euch das, wie das ist. Wenn ich euch erzähle, was den Abend alle für Argumente gekommen sind, ihr fliegt im Kreis, Alter.
Das war ein Argument. Ich war schon so oft in die Flüchtlingsunterkünfte, weil wir immer dahin müssen. Und ich sage dir eins, die haben da die ganze Küche von Miele, Waschmaschinen, Herd, alles nur das Beste. Ja, aber die müssen das ja auch mit, da müssen ja auch 30 Mann den gleichen Herd benutzen. Ja, aber der ist von Miele! Okay, cool. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich muss sagen, mir geht Politik seit ein paar Monaten nur noch auf den Sack. Egal was ist, mache nur, was es ist, mache nur Hirntote das Maul auf und nur denen wird zugehört. Es wird nur noch über Halbwahrheiten gesprochen. Leute, die Fakten haben, werden diskreditiert, weil sie irgendwann mal bei Rot über die Ampel gefahren sind. Ich hoffe einfach auf den Atomstaat, der Rest ist mir egal. Ich muss sagen, Antwort Giffner tatsächlich zustimmen, wenn der Atomschlag kommt, habe ich tatsächlich weniger Probleme als vorher. Ich glaube, mich würde das psychisch, also das ist wie eine gute Antidepressiva, ja. Ich glaube, das würde mich psychisch extrem entlasten. So ein Atomschlag, der würde mich psychisch extrem entlasten. Wisst ihr, danach ist einfach so, Leben, Überleben, Töten oder getötet werden, das ist dann einfach, ja. Aber jetzt ist halt kompliziert. Die können den Atomschlag auch direkt auf meinen Rücken setzen. Das wäre komplett okay. Gibt es laut Max und Laura bei 500 Schülern nur 5. Und die hatten es nicht leicht. Das ist schon so, dass sie regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt waren. Nicht nur in die der Grüne. Schule, sondern auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause zurück. Ja, also dass die im Bus zum Beispiel mit Brötchenkrümeln beworfen worden sind. Ne? Letztes Jahr findet eine Juniorwahl an der Schule statt, eine Initiative, bei der Schüler eine demokratische Wahl für die Schule simulieren. Sie wählen eine Koalition zwischen AfD und NPD. Das, was uns Schüler auch berichtet. Die Schüler in Burg wählen eine Koalition zwischen AfD und NPD. So, jetzt stelle ich euch eine einfache Frage. Wo meint ihr, kommt das denn her, diese Denken? Ah, von der Generation der Eltern. Wenn du heute Kinder hast, die, keine Ahnung, 7., 8., 9. Klasse sind, dann ist das die späten Auszügler der DDR. Ja, also auch da drin geboren und da drin mit Propagandafolie erschüppt. Perfekt. Hat funktioniert. War recht vielleicht mit Gehirntest davor, ob du kranke Behinderung in deinem Gehirn hast. Da solltest du lieber einfach nicht wählen können. Dass sich hier Jugendliche mit dem Hitlergruß begrüßt haben, auf dem Schulflur auch, ne? Das sind dann, also aus Sicht der Schüler sind das alltägliche Dinge einfach. Und sie befürchten auch keine Konsequenzen dafür. Mhm. Also das mache ich doch nur, wenn ich denke, ich komme damit auch durch. Ja. Ja, weil grundsätzlich, dass sie wissen, dass es falsch ist, 100 pro. Laut Laura und Max sympathisieren die Schüler hier auch immer wieder inhaltlich mit den Zuständen des NS. Diese Klischees, die es immer sogar oder gibt, keine Arbeitslosigkeit, die hinterfragen dann nicht, warum. Ne? Dass es halt weniger Arbeitslose gab, einfach weil oft für den Krieg vorbereitet wurde und die Leute gebraucht wurden für die Rüstungsindustrie. Also, aber die Schüler denken... Ach ja, und ist auch jetzt soll ich mal ein paar 404s auslösen bei Rechten? Fast 30% der Arbeit von 33 bis 39 war Zwangsarbeit für Deutsche. Und jetzt so, also für 20 Euro die Stunde würde ich gar nicht aufstehen. Oh, wie, ich muss Zwangsarbeit machen. 404. Gehirn kaputt. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Ja, aber keiner war arbeitslos, du Hurensohn. Das ist richtig. Ja, es war, die Arbeitslosigkeit war wirklich gering. Dass die Leute aber mit Schippen eine Autobahn ausgebuddelt haben, 600 Kilometer lang. Das lassen wir dabei mal weg. Wir haben die Autobahn gebaut mit deutschen Zwangsarbeitern. It is what it is. Es hatte zwar niemand was zu fressen, aber sie hatten wenigstens Arbeit. Und wir wissen ja, ne? Arbeit ist das Einzige, was wichtig ist. Du besitzt keine menschliche Identität, wenn du keine Arbeit hast. Lisa, wie war mein Zitat heute? Ich habe heute ein Zitat aus einem Song gehört, wo ich gedacht habe, das wäre wahrscheinlich ein Spruch, den man sich wirklich tätowieren lassen könnte, ja. Und zwar, Nichtsnutz ist ein Kompliment, weil du ihn nichts nutzt. Einfach schön. Der war gut. Nichtsnutz ist ein Kompliment, weil du ihn nichts nutzt. Denn deine einzige Identität basiert ja darauf, ob du einen nützlichen Beruf hast. Ob du dem Staat oder dem System zunutze bist. Ansonsten menschliche Identität. Kurze Frage an der Stelle. Multimilliardäre, wie nützlich sind die? So insgesamt? Wie nützlich ist so ein Elon Musk eigentlich? Also wie nützlich ist der jetzt auf der Liste? Ne? Wie nützlich sind die,
Die Jeff Bezos dieser Welt. Wie nützlich sind die? Da muss man mal drüber nachdenken. Super nützlich und was der auch schon alles geleistet hat. Du meinst das Geld von seinem Vater aus den Sklavenminen der südafrikanischen Apartheid zu nutzen, um PayPal aufzubauen, PayPal zu verkaufen und dann einen Autobauer zu kaufen? Ah gut, man hat da viel gemacht. 3 Überweisungen. Smart. Okay, Spikey, den Punkt gebe ich dir. 3 Überweisungen sind eine Leistung. Muss man erstmal ausfüllen können, so ein Überweisungsträger. Ich könnte auch machen, dass es keine Arbeitslose mehr gäbe und Centurion ist so gut in Excel, der könnte das wirklich. Man muss nur ein paar Zahlen anpassen und anders interpretieren. Sein Vater war Bergmann, nee, sein Vater war Sklavenhalter von Bergmännern. Halt, okay, Hitler hat dafür gesorgt, dass es keine Arbeitslosigkeit gab, dass die Autobahnen entstanden sind. Ja. Wirklich, verstehen die Leute nicht, dass das Autobahn-Ding Geschichtsmeme ist? Raffen die's? Leute, das ist eine Fake News eigentlich, wenn man es mal so nimmt. Das ist ein Meme. Das Autobahn-Ding ist einfach ein Meme. Der Infrastrukturausbau gehört zur Kriegsvorbereitung. Das haben alle anderen Länder dann auch gemacht. Das ist ein Meme. Die Leute raffen das nicht, dass das. Wenn, also Rechte führen wirklich dieses Autobahn-Ding als legit Argument an. Das Bruder. Man hat die Kreuzautobahn in Deutschland gebaut, um die Nachschubversorgung sicherzustellen. Im Kriegsfall, auf den man hingearbeitet hat. Das war alles, warum man es gemacht hat. Für nichts anderes. War nicht für die Bevölkerung. War scheißegal. Die Autobahn hatte kein privates, kein Ansinnen, der Privatwirtschaft zu helfen oder den privaten Bürgern zu helfen. War komplett uninteressant. Das war infrastruktureller Ausbau für Nachschubversorgung und Wirtschaftstransporte innerhalb des Landes in Kriegszeiten, von West zur Ostfront und von Süden in den Norden. Aber gut, er hat ja die Autobahn gebaut oder durch deutsche Zwangsarbeiter bauen lassen, wie auch immer, ist ja jobst wie gesprungen. Die Konzeption der Autobahn wurde ja schon in der Weimarer Republik ausgeplant, richtig, und von den Nazis dankbar als Arbeitsschaffungsmandat angenommen. Das ist komplett korrekt. Oh, ihr habt ja auch noch so viele andere, wissen ja viele auch nicht, den Anschluss Österreichs, ja, das war auch eine Idee der Weimarer Republik tatsächlich. Ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass die Nazis auch dieses Konzept nur übernommen haben. Der österreichische Anschluss war schon in der Weimarer Republik komplett durchgeplant, dass man das als grundlegende deutsche Land, vor allem auch über Grund der historischen Verflechtungen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und so weiter, dass man Österreich noch Ideen in der Weimarer Republik hatte, dieses Land in das deutsche Territorium zu integrieren. Genauso wie in der Weimarer Republik auch schon Bestrebungen von Stresemann und so weiter geführt wurden, die alten preußischen Territorien wieder ins Deutsche Reich zurückzubekommen. Und da sind sogar schon Verhandlungen gelaufen. Es stand sogar im Raum, dass das auf jeden Fall passiert, ohne Krieg. Ne? Also auch Danzig oder Krieg ist auch ein Meme, weil man das vielleicht sogar zurückbekommen hätte ohne Krieg. Das war alles schon ausgearbeitet. Kann man nachgucken, ne? Kann man Stresemann nachgucken. Stresemann war ja dafür zuständig, die französische Auflagenpolitik des Weimarer Vertrages, des Versailler Vertrages so abzumildern, um die Schulden von Deutschland zu drücken und so weiter. Und da sind schon nationale Bestrebungen politisch gelaufen, dass man die Über-Oder-Territorien, also ein Großteil des heutigen Westpolens wieder an Deutschland anschließt. Aber gut, man kann sich, wie gesagt, das ist die Macht der Unwissenden. Wenn man dem der Fascho ist, dann ist ja alles die Wahrheit. Das ist alles die Wahrheit. Außer wenn es mehr als 2 Sätze sind, dann ist es Fake News und falsch. Wir haben eine sehr engagierte Kollegin hier an der Schule und die hatte das Thema Nationalsozialismus mit einer Klasse sehr lange behandelt. Und dann hat sie am Ende des Projektes im Grunde genommen die Klasse gefragt, wer könnte sich denn noch vorstellen, in die Hitlerjugend jetzt einzutreten, nach all dem Wissen, was ihr jetzt gesammelt habt. Und haben sich, wie viele? Ich glaube 9 oder 10 Jungs. Jungs haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, wir würden immer noch eintreten. Wir haben halt Vorfälle gemeldet, die verfassungsfeindlich waren. Wir haben jetzt nicht... Wie ist die Hitlerjugend geendet? Ach so... Die sind zwischen russischen und amerikanischen Kugeln zerfetzt worden, ne? Kinder. Lass ich einfach mal so stehen. Das war jetzt nicht, weil wir unterschiedliche Meinungen zur Flüchtlingspolitik haben. Ja. Sondern da wurden Hitlergrüße gezeigt, da wurden Aussagen getätigt, die einfach verfassungsfeindlich sind. Ja. So, die eine Zeit verharmlosen, die wir hoffentlich alle irgendwie nicht mehr hier haben wollen. So, und da ist es unsere Aufgabe als Lehrkräfte, aber auch als Demokraten zu sagen, okay, hier ist eine Linie überschritten worden. So, das muss gemeldet werden.
Was Max hier erwähnt, ist wichtig. Recht sein ist eine politische Einstellung. Auch wenn Lehrer persönlich eine andere Einstellung haben, dürfen sie die der Schüler nicht ablehnen. Ganz egal, ob rechts oder links. Aber sie sind laut des sogenannten Neutralitätsgebotes für Lehrer gleichzeitig dazu verpflichtet, verfassungsfeindliches Verhalten zu melden und Schüler auf den demokratischen Weg zu bringen. Also, weil das ist ja wahrscheinlich die Lösung, die man sich gerade als Lehrkraft erstmal so, man denkt, okay, Bildung und ne, Aufklärung. Funktioniert das denn? Hat das in diesem Fall denn funktioniert? Hat man Da muss ich euch so ehrlich sein, da würde ich als Lehrer, ich weiß ja, dass es da gibt, ne, dass du, wir haben da meine Politik- und Wirtschaftslehrerin in der zweiten Ausbildung, war da echt geil. Die hat auch schon, ne, auch kurz vor Pension und so gewesen, aber die hat sich hingestellt, die hat gesagt, jeder von euch kann ja seine politische Meinung haben, ne? Aber wenn mir einer mit Nazi-Scheiße kommt, dann könnt ihr euch in der Zeit meines Unterrichts vor die Tür stellen, weil mit euch hat keinen Bock zu quatschen. Weil ihr seid einfach Idioten. Hat die eiskalt so gesagt. Weil die hat nichts mehr zu verlieren gehabt, aber die war so geil, Alter. Sie sagt, dann seid ihr Idioten. Und deswegen reden wir über so was, Uni. Wir können über politische Gesamtklima sprechen, aber wenn mir einer anfängt, irgendwelche Fascho-Reden zu halten und irgendwelche Nazi-Argumente anzuführen, dann nicht in meinem Unterricht, Alter. Ich hab da keinen Bock drauf, weil ihr seid alle alt genug, ja. Ihr seid alle 16, 17, 18 Jahre, habt eine normale Schulbildung genossen und wer das nicht gerafft habt, dann habt ihr das nicht gerafft. Das fand ich witzig. Die fand ich auf jeden Fall richtig scharf, Alter. Hat die so locker rausgehauen. Nazis haben keine Bühne. Das würde funktionieren, wenn Schule nur... Aber wie gesagt, war nicht mehr, also es war Berufsausbildung dann. Ne? Wie ein Gesamtbild, aber Schule ist ja nur ein Puzzleteil. Und die Gesellschaft drumherum, die Elternhäuser, Sportvereine, andere soziale Medien, die sind andere, das sind die Puzzleteile und da passt es nicht. Richtig so. Da kann man hier sich hier auf den Kopf stellen, aber Schüler mit gefesselt. Und da hätte ich auch, da muss ich auch sagen, da hätte ich auch Probleme mit. Wenn, dann unterrichtest du Geschichte und dann musst du dir die Nazi-Scheiße reinziehen von irgendwem und dann da, könnt ihr dann nicht das einfach runterschlucken. Dann würde ich es nochmal erklären und nochmal und nochmal und dann hat dann irgendwann eine Rafte, würde ich einfach sagen, pass auf, du redest hier einfach in dem Unterricht nicht mehr, einfach deine Fresse. Ist mir scheiße, ja. Du brauchst ja auch nicht mehr melden, Alter. Weil dein Nazi-Scheiß nicht hören will. Aus Ende. Der Meinung wird man so nie erreichen. Ne? Schule ist immer Spiegel der Gesellschaft vor Ort. Jede hat ihre individuellen Probleme, was einheitliche Lösungen schwierig macht. Laura und Max prangern vor allem auch die Untätigkeit der Schulleitung an. Wir haben die Schule um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort bekommen. Ach was! Stramme Kameraden hier in der Schule, keine Antwort. Später wird klar, nicht jeder feiert den Brandbrief der Lehrer. Die Kanonen brauchst du nicht aufnehmen. Wieso nicht? Der ist ein Verbrecher. Ich muss mal die anderen Lehrer fragen oder die so 10%, was von dem in der Presse gebracht wird, ist wahr. Das andere ist alles gelogen. Das sagen die Lehrer, die da in der Schule arbeiten. Tatsächlich dementieren einige Schüler und Lehrer die Zustände. Fest steht aber, seit dem Brandbrief sind 16 Anzeigen aufgrund rechtsradikaler Vorfälle an der Schule eingegangen. Eine Kugel Landapfel bitte. Nur eine Kugel. Ja. Ich frage mich, haben die Schüler hier wirklich ein Problem mit Rechtsradikalität oder überschreiten sie bewusst einfach Grenzen? Also ich glaube, es gibt Jugendliche, deren Elternhäuser... Aber Grenzen kannst du ja auch anders überschreiten. Ja, legal sprayen gehen oder... Es gibt so viele Möglichkeiten, dem Jugendlichen Leichtsinn zu frönen. Die rechte Ecke, diese rechte Thematik ist schon bewusst gewählt. Damit edgy zu sein. Wisst ihr? So mit rechts edgy zu sein, ist schon bewusst gewählt. Interessant wäre mal, was unterscheidet die damalige Nazi-Meinung von der heutigen? Verstehe die Frage nicht. Was ist denn die damalige Nazi-Meinung? Und wann ist damals? Jugendsünden, zum Beispiel antisemitisches Hetzblatt. Hat jeder schon mal gemacht? Genau. Eine Jugendsünde einfach. Zu einer Todeshetzkampagne gegen ein paar Leute aufgerufen, um sie umzubringen. Hat ja jeder mal gemacht, oder? Kleine Jugendsünde. Da durchaus so eine Meinung vertreten. Weiß ich auch, auch von Kollegen, die das berichtet haben, dass es Elternhäuser gibt, in denen zum Beispiel dann bei WhatsApp im Status irgendein Hitlerverherrlichendes Bild steht oder sowas. Ne? Oder E-Mails also, unterschrieben werden mit deutschem Gruße. Genau. Echt? Ja. Also da steckt im Elternhaus teilweise wirklich eine verfestigte rechtsextreme Meinungen oder Rechtsradikalität. Na, aber heute wettert keiner mehr offiziell über Juden. Also offiziell nicht, ne? Aber in den rechten Kreisen ist ja der Zionismus ist schuld an allem und wir werden durch eine jüdische Weltregierung regiert und die Rockefellers und bla 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 und so. Das ist ja
ist ja immer noch Nazi-Jargon, ne? Also Antisemitismus ist voll vertreten, würde ich auch sagen. Das ist schon immer noch da, ne? Da stellt sich jetzt keiner mehr auf den Marktplatz und schreit, die Juden müssen weg. Aber es ist trotzdem noch da. Aber dafür schreien Leute heute offiziell auf dem Marktplatz, die Syrer müssen weg oder die Ukrainer müssen weg. Also nach wie vor heißt das Problem einfach anders. Aber genau das Gleiche. Kein Unterschied, ne? Faschos bleiben Faschos. Gefühlt hat der Antisemitismus sogar durch Social Media noch zugenommen. Na, vor allem passiert er da ja oft auch unter einem Meme, unter einem witzigen Deckmantel oder in Gruppen, relativ unüberprüfbar. Also hat auf jeden Fall jetzt nicht weg. Man ist nicht unbedingt Nazi, nur weil man als Jugendlicher mal einen Hitlergruß macht, so geschmacklos das auch ist. Trotzdem verlasse ich Burg mit dem Gefühl, dass hier in der Stadt wirklich mit Rechtsradikalität sympathisiert wird. Wir wurden off-camera zweimal angepöbelt. Wir haben einen Typen mit einem Nazi-Tattoo auf der Wade gesehen. Kein Wunder eigentlich, dass es diese Probleme dann auch auf der Schule gibt. Ich will wissen, wie es im Rest von Deutschland aussieht. Es gibt ständig irgendwie Hitlergrüße vor Jugendclubs, in Schulen. Ein aktueller Fall besagt, dass irgendwie zwei Leute einem Mitschüler ein Hakenkreuz in die Haare rasiert haben. Das sind alles Einzelfälle, aber von denen gibt es ganz schön viele. Gleichzeitig findet NS und wie immer, sind viele Einzelfälle, alle einzeln. Und Hitler-Content im Netz auf etlichen Plattformen statt. Hängt das zusammen? Wie man hier sieht, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist eine Normalisierung. Okay, da musste ich auch schon mal lachen. Aber ich habe den großen Unterschied, ich kann es einordnen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass ich nicht hirntot bin. Ich denke mir dann so, okay, das ist ein bisschen drüber, ja. Muss vielleicht auch schmunzeln, weil eine echt dämliche Idee ist. Deswegen stelle ich mir jetzt nicht hin und denke mir, ach ja doch, aber dieser Hitler, der ist jetzt aber auch gewesen. Ich weiß, dass ich Spikey das Video geschickt habe sogar. Hier, Alter, kann ich dir doch zeigen. Ist natürlich... Bruder, kann es euch nicht mehr zeigen. Wem wundert's? Wundert jetzt irgendwie niemanden, dass man das nicht mehr sehen kann, das Video. ...von Hitler. Das ist auch kein neues Phänomen. Also so Stickerpakete kann man sich ganz einfach runterladen. Was mich fast mehr überrascht hat, ist, dass eben auch auf so Seiten wie zum Beispiel Pinterest Leute Adolf-Ordner haben und da eben Memes sammeln. Manchmal werden harmlose Aussagen mit Hitler verknüpft, andere sind offensichtlich antisemitisch. Aber auch eben Bilder mit Hakenkreuzen. Das ist teilweise auch recht ästhetisch. Also es gibt Hitler in Pop-Art zum Aufhängen, sehr entkoppelt von irgendwie NS-Gräuel, würde ich sagen. Und dann gibt es aber eben auch diese Kunstseiten, wo man so richtig strange Rabbit Holes entdeckt. Was meint ihr, wenn ihr das hört, was hier zu sehen ist? Ich wette, ihr kommt nicht drauf. Ein Military Mashup aus dem Zweiten Weltkrieg. Military Mashup aus dem Zweiten Weltkrieg mit so deutschen Truppen und so. Hier sieht man. Ich war dicht dran, Jungs! Ich war dicht dran! Ich war dicht dran! Den Nazi-Waifu-Shit! Die Nazi-Weeps! Man eine Art NS-Anime, das sich an Elementen bedient, die gerade für Kinder und Jugendliche ansprechend sein können. Dabei checken die bestimmt gar nicht, was sie da sehen. Und nochmal zur Einordnung. Das Hakenkreuz ist ein verbotenes Symbol. Ganz egal, ob in Anime oder auf Schultischen. Die Darstellung und Verbreitung ist strafbar. Durchweg fällt mir aber auf, dass es oft sehr, sehr junge Menschen sind, die sowas verbreiten. Interessant ist, dass es gerade auf Telegram eben auch so Gruppen gibt, die heißen dann Hitler-Memes. Wenn man da drauf geht, sieht man aber, dass es da durchaus auch um Inhalte geht. Ich will verstehen, welchen Einfluss das auf die Konsumenten hat. Ich spreche mit Christian Schwarzenegger, derzeit Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Bremen. Also durch das Humorige wird auch oft so ein bisschen ein Köder ausgeworfen oder halt ein Lockvogel platziert. Der soll Interesse und Aufmerksamkeit generieren. Und wenn man da mal draufgeklickt hat, nachgegangen ist, dann findet man die manchmal explizitere politische Verortung. Viel Content wie hier findet aber ganz ohne politische Einordnung statt. Und solche geschmacklosen Collagen auf Musik sind beliebt. Das hier finde ich zum Beispiel richtig schockierend. Einerseits, weil jemand da echt Zeit investiert hat und andererseits, weil es offensichtlich irgendwie auch noch entertaining sein. Ich habe super, super viele Zuschriften bekommen und auch gemerkt, dass ich so meine Überraschung über dieses Phänomen, dass viele Leute das gar nicht teilen, eben weil sie sagen, ja, das gibt's schon lange und das findet überall statt. Für diesen Film recherchiere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Josh. Ich fahre nach Essen und treffe Ben, der mit mir über das Teilen von Hitler-Content in...
Was, wir sind jetzt im Westen und da gibt's auch Rechte? Kurze Frage, ist der Russ jetzt eigentlich auch ein Nazi so wegen? Ich würde sagen, die haben auch nationale Bestrebungen, ja. Also sind bestimmt auch Nationalisten. Klassenchats reden will. Bei mir ist die Schulzeit zugegebenermaßen schon eine Weile her. Hitler-Content gab es damals noch keinen, aber ich habe schon verstanden. Die Zeiten haben sich geändert. Boy, auch zu deiner Zeit, ja, bitte schon Hitler-Content. Du bist ja nicht so viel älter als ich. Gab es auch, keine Angst. Hallo Dumi. Gab es zu der Zeit auch schon. Vielleicht da nicht in deiner, hat vielleicht nicht in deinem Dunstkreis existiert, aber gab es da auch schon. Ben treffe ich vor seiner alten Schule. Dieses Jahr hat er Abi gemacht. Essen ist out abgehängt. Ganz genau. Moin. Schön, dich kennenzulernen. Hallo. Guten Tag. Joshua, grüß dich. Ben hatte eigentlich eine gute Schulzeit, sagt er. Manches beobachtet er heute kritisch. Er erinnert sich zum Beispiel an ein ganz bestimmtes Lied, was man gerne auf dem Schulhof gesungen hat. Das Lied Erika, damals ein Marschlied. Wie erinnert sich daran? Was soll denn das jetzt heißen? Natürlich erinnert er sich daran. Bei der NS gewesen, gehörte zur NS-Propaganda und das war... Ja, das stimmt, stimmt. ...über Instagram und TikTok lange Zeit sehr, sehr populär und das in der Schule gesungen. Und das wahrscheinlich ohne dieses Hintergrundwissen, okay, wir singen da gerade NS-Propaganda. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Und diesen Text, den kennt eigentlich fast jeder aus der Stufe. Der Sound wurde auf TikTok über 11.000 Mal benutzt. Und obwohl die meisten Schüler wohl nicht wussten, was sie da singen, ist NS-Propaganda auf dem Schulhof eine gruselige Vorstellung. Ob die Lehrer das damals mitgekriegt haben, weiß er wenn nicht. Aber ganz ehrlich, eigentlich muss man Erika ein bisschen direkter einordnen. Der Song wurde im Reichspropagandaministerium beauftragt im Prinzip und wurde dann von einem Komponist, der sehr viel solche auch rechtsgerichtete politische Lieder gemacht hat, komponiert und wurde dann als Lied, ja nicht immer unbedingt als Marschlied, da gibt es noch viel traditionsreichere Songs aus dem Ersten Weltkrieg, Agauner Wald und so, der wurde dafür auch verwendet, aber mit diesem Lied hat man sehr viel eben so heimatgleiche Sätze, ja, und so die ländliche Idyll, ja, das ist ja das, was Marschlieder oft so machen sollen, sie sollen so ein Heimatgefühl transportieren, ja, wenn Soldaten irgendwie weit weg sind von zu Hause und so, das stimmt also, das Lied ist aber inhaltlich frei von jetzt Propaganda-Elementen oder von NS-Elementen. Aber es ist Teil der NS-verhaltensverändernden Strukturen gewesen. So ist, glaube ich, die Einordnung tatsächlich etwas korrekter. Was ich jetzt so im Vorfeld gehört habe, irgendwie Chats und vor allem was für Inhalte in den Chats, dann würde man irgendwie so eine Umgebung, Gymnasium, wahrscheinlich eher nicht so erwarten. Nee, auch also ich zumindest nicht. Vom Einzugsgebiet, die Leute, die wir hier auf der Schule mit hatten, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die waren halt alle aus bürgerlichen Häusern, viele aus dem eher wohlhabenden Einzugsgebiet. Ja, also da wo die Rechten zu Hause sind. Auch hier an der Schule gab es übrigens eine Juniorwahl. Hier hätten CDU und FDP koaliert. Schaut man in die Klassenchats, könnte man was anderes vermuten. Ben erinnert sich, dass Hitler-Chats und Memes schon vor 4 Jahren auftauchten. Überwiegend Fragen nach Hausaufgaben oder was in der Klausur drankommt. Und auch hier tauchen dann auf einmal solche Sticker auf. Negativ oder jemand, der ein Schild hochhält, zum Glück bin ich kein Neger. Genauso wie mein Neger vergasen, keep calm und sieg heil, Grundrechte genommen. Oder auch hier Anspielung auf das Spiel. Aber in welchem Kontext? Also war das? Oh Gott, Grundrechte genommen. You got me, bro. Okay, der ist witzig. Sorry, tut mir leid, nicht lustig. Grundrechte genommen. Ich sollte jetzt nicht lachen, aber er war ein bisschen witzig. Der wäre aber auch ohne, der wäre auch ohne Hitler dahinter witzig. Sag ich, wie es ist. Hier ist ein Arzt, wäre das witzig für den Nee auf jeden Fall. Wichtig ist ja auch in der, ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat, ich bin wieder da. Der Film ist übrigens absoluter Schmutz, das Buch kann ich wärmstens empfehlen, da läuft es eben öfter mal schaurig den Rücken runter, wenn man es liest. Und da klingt ja im Vorwort oder so, klingt es ja auch mit, man muss über Hitler schreiben, man muss sich über den lustig machen und man muss den natürlich auch irgendwie behandeln, um diese Monstrosität auch irgendwie in ein Licht zu rücken, in dem es verstehbar ist, ja, weil der ist ja eigentlich auch nur ein Mensch. Das ist eine Reaktion. Das war einfach so frei in den Chat geschickt. Also ich denke, diese Memes und Sticker, die da...
Ich glaube, du gibst es als Hörbuch, ja. Aber ich kann auf jeden Fall, Hörbuch ist auch vollkommen okay, aber nicht den Film. Der Film ist super schlecht, den habe ich auch gesehen, aber das Buch, beziehungsweise Hörbuch, whatever, komplett krass. Also es ist wirklich heftig. Das ist selbst jemand wie mir, der sehr aufgeklärt in dem Bereich, ich habe meinen Kampf gelesen und ich habe dieses Buch gelesen und an ein paar Stellen halt Gänsehaut gehabt, weil es so unangenehm geschrieben ist, ja. Doch diese, du denkst so, okay, es würde, Hitler würde einfach heute als Mensch auch funktionieren. Es würde funktionieren, Bruder, es würde gehen. Und es ist angsteinflößend. Das ist der Sonderzug nach Pankow hier, richtig. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderbildungszug nach Brandenburg? Ich wollte da mal eben hin. Der hält hier aber nur zwischen und fährt dann weiter, weil hier ist nichts mehr zu retten. Bildungstechnisch ist hier nichts mehr zu retten. Der hält hier kurz, wir fahren dann aber weiter. Sylt, nächste Station dann. Sylt. Damals 48, leider der Kuss. Gesendet wurden, wo halt ein ganz klarer rassistischer Inhalt mit drin ist. Die waren eher weniger aus einem politischen Hintergrund geschickt worden, sondern einfach zur Belustigung. Und dass die Leute das damals gar nicht mit einer politischen Verbindung gesendet haben, auch wenn es natürlich falsch ist. Zu was führt das, Ben, deiner Meinung nach? Zu einer Abstumpfung in dem Bereich, dass man einfach nicht mehr sensibel dagegen ist, was rechte Inhalte sind, was vielleicht auch rechte Propaganda ist. Und wenn man damals zu solchen Sachen Stellung bezogen hat, sowas kritisiert hat und meinte, das ist vielleicht mehr als geschmacklos sowas, einfach ein rassistischer Sticker, war man natürlich auch ausgegrenzt, weil alle Leute haben gesagt, ach, das ist ein Spaß, was wir hier machen. Und das Ganze muss man ja nicht so eng sehen. Schwarzer Humor war damals... Ne, es ist immer so lange Spaß, bis irgendwer traurig ist. Ne? Bis dann nicht mehr Spaß. Einfaches Ding. Also das Stichwort dazu. Christian Schwarzenegger sagt, es ginge dabei nicht unbedingt um die politische Aussage. Also gerade in so einer Phase des Heranwachsens ist ja Abgrenzung gegenüber... Natürlich mit das unangenehme Sylt mit den Neureichen und Privatflugzeugen und jeder von uns kriegt einen Enteignungsstempel. Autoritäten gegenüber Normen, so eine ganz wichtige Ressource. Und wir leben gleichzeitig heute in einer Gesellschaft, die auch so liberal geworden ist, dass es schwierig ist, noch so bestimmte Grenzen oder Reibepunkte überhaupt zu finden. Also was muss ich tun, um noch zu zeigen, ich stelle mich ein Stück weit außerhalb? Es tauchen schließlich auch Sticker offline auf, nämlich in der Nähe der Schule, die eindeutig rechte Inhalte wiedergeben. Da steht zum Beispiel über Wehrmachtssoldaten, sie waren die besten Soldaten, die wir je hatten. Ob Schüler die geklebt haben, weiß man nicht. Heute sind die Sticker mit Antifa übermalt. Wenn ich rechtsextreme Sticker klebe, die also gar nicht anders zu verstehen sind, dann ist da auf jeden Fall irgendwas nicht richtig. Und da kann man auch nicht mehr sich entschuldigen mit, ach, das habe ich aber als Spaß gemeint, diesen Sticker. Weil rechte Propaganda im Internet zu bestellen, unterstützt ja eben auch diese rechten Kreise. Ben sagt, er habe weder im Real Life noch online rechte Sticker verbreitet, sich aber auch nicht gegen das Teilen ausgesprochen. Aber er macht klar, sobald er sich politisierte, stand er links von der Mitte. Später sprechen uns diese beiden Mädchen an. Anna, Jüdin und hier rechts im Bild, war selbst nicht auf Bens Schule, hatte aber viele Freunde von dort und möchte erzählen, wie sie diese Zeit erlebt hat. In der Oberstufe besonders. Gab super krasse Probleme mit rechten Inhalten auf jeden Fall. Also es, auch in der Klassengruppe und in der Oberstufengruppe und so wurden Sachen weitergeschickt und es wurden sehr viele Hitlergrüße gemacht und sehr viele Judenwitze. Und Hitlergrüße, also das heißt, Menschen haben nicht nur in irgendwelchen Chats, sondern eben tatsächlich auch miteinander. Ja, voll. Das passierte nicht auf dem Schulgelände. Diese Grenze wurde gar nicht eingehalten, was eigentlich schwarzer Humor ist und wo fängt halt wirklich dieser Antisemitismus an. Anna sagt, irgendwann gab es gar keine zweite Ebene mehr oder nur den Versuch eines Witzes. Wo ich dann von den ganzen Leuten einfach antisemitische Sachen gehört habe, auch die gegen mich gingen. Also wirklich, ja, du bist halt Jüdin und so ein Scheiß. Ich habe jetzt Stimmen gehört, die gesagt haben... Das ist geil, die Leute... Heute wissen Neonazis ja auch gar nicht, warum sie die Juden doof finden sollen. Also wussten die ja damals auch nicht. Haben, es wurde eher so zum Spaß alles irgendwie verschickt. Du sagst jetzt, du würdest schon sagen, dass da eine gewisse rechte Gesinnung oder ja. Zumindest... Auf jeden Fall. Also Entschuldigung, aber das, was ich erlebt habe, ich würde schon sagen, es gab... Haben wir auch immer so gemacht, auch. ...aus Witz gemacht haben und die dachten, das ist einfach lustig und ich mache jetzt mal mit. Aber ich kenne auch wirklich Leute, die dadurch in eine rechte Szene gerutscht sind. Anna und Ben haben die Aussagen der Mitschüler unterschiedlich interpretiert, wie gefährlich es ist, wenn man zwischen Witz und Ernst nicht unterscheiden kann. Macht Christian Schwarzenegger klar. Wenn man nicht mehr eindeutig identifizieren kann an dem, was Menschen sagen, dass sie rechtsextremes Gedankengut haben, das schützt Rechtsextremismus.
Ich möchte verstehen, wie Lehrkräfte mit solchen Situationen umgehen und spreche mit einer Lehrerin, die im Referendariat einen auffälligen Schüler unterrichtet. Wir haben sie nachgesprochen. Zum einen hat er im Theaterkurs, wo jeder mit einem selbstgewählten Satz Sprechübung machen sollte, den Satz gewählt: Adolf Hitler war ein guter Mann. Im Geschichtsunterricht hat er demonstriert, wie ein Hitlergruß geht und sich inhaltlich überhaupt nicht distanziert und hat gesagt, dass es gut war, was Hitler gemacht hat, insbesondere mit den Homosexuellen. Das sei schon richtig so. Die Situation habe ich immer wieder mit meiner Betreuungskraft besprochen und die blieb dabei, dass man da nichts machen kann. In der Ausbildung bringt man Lehrern gar nicht bei, wie man in solchen Situationen verfahren soll. Und immer wieder hören wir auch, dass Schulen Vorfälle aus Angst um den Ruf der Schule. Wie man damit umgeht, du suchst dir, du fragst einfach, weißt Ahmed, Mohammed und nicht, keine Ahnung, Ronny, und fragst sie einfach, wie groß ihre Familien sind. Und wenn die sagen, hab 6 Brüder, und dann sagst du, okay, ihr kriegt alle eine 1 in Mitarbeit, wenn ihr den Thorsten draußen im Schulhof mal krankenhausreif tretet, weil er eine Nazi-Fotze. Dann sagt ihr ihm, besten Gruß an die Faschoschweine. Und wenn du normal kommst, dann kommen wir das nächste Mal mit 30 Leuten. Und zack, Problem gelöst. Das ist immer das, ne? Profi-Tipp hier, du musst immer das von den Schülern machen lassen, ne? Selbst nicht kannst, dann musst du hingehen und sagen, ja, wisst ihr eigentlich, der ist komplett, der würde euch am liebsten, der würde euch umbringen eigentlich, ne? Sagt doch hier, Ausländer und so. Oder haltet ihr euch mal in der Schulecke mit dem, warum er Ausländer doof findet und so. Und vielleicht findet er die ja danach nicht mehr so doof. Das ist natürlich nur Spaß. Ahmed, nimm deine Brüder und erklär mir mal hinter der Sporthalle, was da falsch ist an seiner Aussage. Genau. Aber witzig halt, ne? Im GTA-RP meinte ich. Also, Ahmed, erklär jetzt im GTA-RP mit deiner Gang, mit deinen Brüdern zusammen, was an der Aussage, die er im Unterricht tätigt, falsch ist. Im GTA-RP. Schule nicht zur Anzeige bringen. Manchmal greifen sie aber doch durch. Ich spreche mit Max. Seinen Namen haben wir geändert. Er ist 14, als eine Mitschülerin dem Lehrer erzählt, dass er und Freunde verfassungsfeindliche Symbole in die Klassengruppe schicken, also Hakenkreuze, SS-Runen. Ja, auf jeden Fall ist dann die Polizei zu uns in die Schule gekommen, hat uns aus dem Unterricht rausgezogen. Und dann hatten wir halt mit denen so ein 4-Augen-Gespräch oder 6-Augen-Gespräch, weil der Direktor auch noch dabei war. War dir das so klar, dass das verboten ist, diese Symbole unbedingt zu schicken? Also ich wusste es, dass es verboten war, aber in dem Moment fand ich es halt einfach, oder fanden wir es lustig. Habt ihr denn jemals beim Schicken darüber nachgedacht, dass euch das, sag ich mal, in solche Schwierigkeiten bringen könnte? Nee, das nicht. Hatte das zu irgendeinem Zeitpunkt den Hintergrund, dass du eben damit sympathisiert hast? Nee, also ich meine so, mein Dad ist selber Tunesier, also Ausländer. Abbruch! 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 Operation abbrechen! Code 00 Hurensohn! Ich bin selber halb Ausländer, so. Ich fand's einfach nur lustig. Also, ich denk mir, ich hab nie gedacht, ja, scheiß Ausländer oder Hitler geil oder. Nee, gar nicht. Er sagt, er hätte sich gewünscht, dass man nicht sofort die Polizei gerufen hätte. Ich weiß aber gar nicht, ob das so schlecht ist, denn ich glaube, durch diese fehlende Aber die schlechteste Ausrede, seit es Nazis gibt. War das jetzt die Ausrede, ich habe Migrationsgeschichte? Und kann deswegen kein Nazi sein? Oh, warte mal kurz. Warte kurz. Sequenz, die eigentlich in den meisten... Wer stellte nochmal die meisten Soldaten in der SS-Division Totenkopf? Rumänien. Komisch. Ganz komische Geschichte. Ich kann kein Nazi sein. Hier hinter mir hängt ein Kalender mit afrikanischen Kindern. Ihr habt wohl schon mal an Brot für die Welt gespendet. Ja, in Brandenburg, die Cops rufen wegen Nazi-Vergehen aussprechlich. Die wissen ja gleich, wo sie Nachwuchs finden. Ja, safe. Leider ist die komplette Wahrheit. Ich hab hier noch mit Bullen im mittleren Dienst am Tisch gesessen und weiß ganz genau, dass sie Faschofotzen sind. Seitdem ist auch mein Glaube an den Polizeiapparat nicht mehr vorhanden. Wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, Polizisten im mittleren Dienst, Streifendienst, und die sagen dir eiskalt, weil sie ja, ne, sitzen ja nur Weiße am Tisch. Also, wenn die immer Kameras da wären und ich machen könnte, wie ich wollte, dann würde ich jeden von die Ölaugen mal mit Knüppel Fresse hauen. Und wenn jetzt wieder kommt, aber nicht alle Bullen, ja, aber zu viele. In den meisten Schulen zu herrschen scheint, sendet man irgendwie auch das Signal aus, ach, das ist doch nicht so schlimm. Max wird damals wegen Volksverhetzung angezeigt. Die nicht Anzeige mit Loge kommt das Haram. Wird aber wegen Geringfügigkeit fallen gelassen. Heißt das, man sollte diese Art des Humors bei Jugendlichen einfach hinnehmen? Sowohl ich in meiner Online-Recherche als auch Josh und Essen hören eigentlich von den Schülern immer das gleiche Argument. So, ja, ist ja nur schwarzer Humor, alles nur Spaß. Und ich glaube denen auch, dass sie das so meinen. Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass ganz in der Nähe von der Schule, wo Josh gestern war, nämlich 20 Autominuten entfernt, letztes Jahr ein Amoklauf vereitelt worden ist. Da hatte ein Schüler
Bomben zu Hause gehortet, Waffen. Und er hat ein rechtes Manifest geschrieben. Wir treffen Julian, 18 Jahre alt. Er war mit Jeremy, dem potenziellen Amokläufer, bis zur 10. in einer Klasse auf der Realschule, wo er sich radikalisiert haben soll. Den Anschlag plant er auf der weiterführenden Schule. Während die beiden in eine Klasse gehen, sind NS-Witze und Symboliken in der ganzen Klasse ein Problem. Im Prinzip ähnliche Geschichten wie bei den anderen Schulen. Auch manche Leute, auch in meiner alten Klasse, die sehr rechts waren oder rechts rüberkamen. Ein Klassenkamerad von mir hat Hakenkreuz an die Tafel gemalt. Oder manche sind reingekommen mit Hitlergruß. Über Jeremy erzählt er. Ja. Er kam auch öfters in Armeeuniform zur Schule und immer Witze, so rechte Witze gemacht. Gesagt hat dazu keiner was. Laut Julian war Jeremy beliebt. Der hatte eigentlich auch recht viele Freunde in unserer Klasse und auch außerhalb der Klasse. Mit dem konnte man auch gut arbeiten und reden auch. War auch öfters mal Lehrerliebling von dem, vom Inhalt her, also hier Klasseninhalt. Der hat viel zum Unterricht beigetragen. Ja, wahrscheinlich vor allem in Geschichte. Ja. Also war das für dich einer von vielen, der so eine Einstellung hatte? Oder? Also, wenn die Geschichte mögt, hätte man potenziell mit eben Fuß im Büro vom Lageraufseher. Vorsichtig, Freunde. Ist dir schon aufgefallen, dass der vielleicht ernster macht als andere? Das war anfangs, also in meiner Klasse war eher so wie auf die anderen auf dem Level. Damit dazu sagen, so auch in dem Waving the Gun Song, wenn du dich angegriffen fühlst von etwas, was dich gar nicht betrifft, ne, dann solltest du mal über dein Dasein nachdenken. Ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel. Wenn man dir jetzt vorher gesagt hätte, jemand, den du kennst, wird einen Amoklauf versuchen, hättest du dann schon direkt an ihn gedacht oder wäre er gar nicht der Erste gewesen, der dir da eingefallen? Ich denke nicht, dass er der Erste wäre. Nee? Ich wüsste gar nicht, wie mich das zuordnen könnte. Was Julian hier sagt, sollte hängen bleiben. Da sitzt ein Schüler, der einen Amoklauf plant, mitten in der Klasse. Und im Prinzip macht er seine rechte Einstellung auch klar. Nur, dass das gar nicht auffällt. Weil, was er sagt, hier längst salonfähig ist. Christian Schwarzenegger warnt. Wir laufen da schon auch auf eine Situation zu, wo letztlich das Schreckenspotenzial, das Warnpotenzial und das echte Empörungspotenzial so abflachen können. Das heißt, wenn wir ständig Hitler einsetzen als Meme, das zu einer Witzfigur, zu einer Lachfigur wird, dann verliert die tatsächliche historische Reflexion, die Erinnerungskultur, die auch damit verbunden ist, ihre Kanten und ihr Potenzial. Hättest du Angst, dass sowas nochmal passieren kann? Ja, das sowieso. Mit dem ganzen Nazi-Kram, was dann aufkommt, dass sich da welche drin irgendwie vergucken und das auch mögen dann, dass dann alles nochmal kommt, könnte auf jeden Fall passieren, glaube ich. Und trotzdem gibt es an der Schule auch nach der Vereitelung des Amoklaufs wieder Probleme mit rechten Chats in der Klasse seines Kumpels. Bei denen in der Klasse war das so schlimm, das wurde dann auch hinterher den Lehrern gezeigt, dass dann die ganze Klasse für eine Woche suspendiert wurde. Wir möchten jungen Menschen nicht vorschreiben, worüber sie lachen sollen, aber dafür sensibilisieren, dass die Grenze zwischen Humor und Verherrlichung fließend ist. Julians Geschichte soll nachdenklich machen, denn ganz egal, wie man selbst gewisse Witze meint, würde man die trotzdem machen, wenn einer dabei ist, der sie ernst meint? In meiner Recherche schreibe ich auch mit einem Mann, der sagt, Hitler habe Jesus ersetzt. Der Holocaust sei die neue Original Sin statt des Sündenfalls von Adam und Eva. Er sei von Hitler einfach fasziniert. Für ihn sei er mehr Mythos als Geschichte. Gruselig. Denn 6 Millionen Juden sind beim Holocaust vernichtet worden. Die NS-Zeit ist kein Mythos, sondern der dunkelste Abschnitt deutscher Geschichte. Unsere neue Reportage gibt's jetzt schon in der ARD-Mediathek. Wart ihr schon mal in Chats, in die verfassungsfeindliche Inhalte gepostet worden sind? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt's in die Kommentare. Ich hab Geschichte studiert. No more words needed, oder? Da brauchte man keinen Chat. Man hatte ein Seminar, in dem man sich über sowas austauschen konnte. Ich war schon mal in einem Klassenchat. Ich würde sagen, dadurch, dass wir das Video hier nur knapp 24 Minuten ging, was der aber echt nicht lang war, und wir das ja knapp in 25 Minuten durchgeguckt haben, lasst uns doch einfach Sachsens Rechtsextreme angucken, weil das auch in der Ideenkiste genau da drunter ist. Let's go!